Könige die Geschichte geschmiedet haben. Die Könige mit einer Vorliebe für Imperien. Im Jahre 701 vor Christi Geburt zogen König Sanherib und seine Armee quer durch die Wüste Richtung Mittelmeer. Die Assyrer waren entschlossen, alles, was auf ihrem Weg lag, zu erobern. Die Städte Judas, einschließlich Jerusalem mit seinem rebellischen König Hiskia. Festung für Festung wurde von den Assyrern eingenommen. Die brutale Zerstörung der Stadt Lachisch wurde am genauesten dokumentiert, in historischen Aufzeichnungen und in der Bibel. Die Belagerung von Lachisch ist ein gutes Beispiel, wie die assyrische Armee über eine Stadt herfiel, sie umzingelte, belagerte, zerstörte und alle Bewohner als Sklaven abführte. Also alle, die nicht umgebracht wurden, und zwar Männer, Frauen und Kinder. Ihre Methode war sehr einfach. Es war ein brutaler Sturmlauf, eine schnell voranschreitende, systematische Eroberung. Und auf den Reliefs der assyrischen Paläste sieht man die Belagerungsmaschinen. Die Soldaten, wie sie mit den Schilden über den Kopf, über die Erdwelle vorrücken, um sich vor den tödlichen Wurfgeschossen zu schützen. Aber die Gegner hatten keine Chance. Diese Typen waren Berufssoldaten. Es war eine Maschinerie. In der Hauptstadt Jerusalem wusste König Hiskia, dass ein assyrischer Angriff unausweichlich bevorstand. Er beeilte sich mit der Befestigung der Stadt und gab Befehl zum Bau eines unterirdischen Aquädukts. Ein verzweifelter Versuch, die Wasservorräte angesichts einer Belagerung zu schützen. Doch Hiskias Plan funktionierte. Die Bibel berichtet, da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab. Er kehrte nach Ninive zurück und blieb dort. Sanheribs Version dieses Konflikts fand sich auf einem tönernen Prisma und stimmt mit der biblischen Geschichte überein. Lediglich in der Sichtweise zeigen sich gravierende Unterschiede. Was Hiskia betrifft, den Juden, der sich meinem Joch nicht beugen wollte, 46 seiner befestigten Städte habe ich belagert und erobert. Die grausame Pracht meiner Herrschaft hat ihn überwältigt. Nun, Geschichten werden immer von verschiedenen Seiten erzählt, aber irgendwo stimmen sie überein. Wenn Sie und ich darüber erzählen würden, was heute passiert ist, würden wir unterschiedliche Geschichten erzählen. Hier haben wir die Erzählung über Sanheribs Invasion des Landes. Jede Seite erzählt prinzipiell vom gleichen historischen Ereignis, absolut ohne Widersprüche. Keine Widersprüche außer einem, dem Resultat. Nach Sanherib wird Hiskia wie ein Vogel im Käfig Jerusalem eingeschlossen. Doch laut Bibel werden die assyrischen Armeen durch die Mauern Jerusalems zurückgehalten. Auch im Altertum wurden also bereits Geschichten gesponnen. Aber der Gott der Israeliten behält das letzte Wort. Denn bei der Stimme Jahwes wird Assur zerschlagen, sagt die Bibel, zerschlagen und ausgepeitscht mit der Rute. So steht es im Buch Jesaja. Die Bibel berichtet weiter, dass Gott tatsächlich den Thron der mächtigen assyrischen Könige in Ninive zerstört. Aber die ersten Berichte über die Vernichtung einer ganzen Zivilisation reichen noch weiter zurück. In der Bibel werden sie nicht mal erwähnt. Die Sumerer aber erzählten als erste von einer gewaltigen Sintflut. Eine der bekanntesten aller biblischen Erzählungen ist die Geschichte der Arche Noah. Ein zorniger Gott, ein Boot aus Holz, eine Sintflut. Es ist die Geschichte von Noah und seiner Familie, wie sie mit einem Paar von jeder Tierart auf die Arche flüchteten und die gottgewollte Flut überlebten, während der Rest der Menschheit vernichtet wurde. Die Beschreibung der großen Sintflut rührt an unsere tiefsten Ängste und Hoffnungen. Es ist eine alte biblische Geschichte, aber sie findet sich auch in einem anderen uralten Text, der in den Ruinen von Sumer entdeckt wurde. Zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde eine Reihe von mesopotamischen Tontafeln übersetzt. Sie offenbarten den frühesten bekannten Mythos einer Flutkatastrophe, die Geschichte des mythischen Königs Gilgamesch. Sein Bericht über eine große Flut datiert mindestens 2000 Jahre vor dem der Bibel. 7 Tage und 7 Nächte ergoss sich die Flut über das Land. Und das riesige Schiff wurde von den Stürmen hin und her geworfen. The boat then
Als das Boot an einem Berg auf Grund gelaufen war, sandte er Vögel aus, was eine unheimliche Ähnlichkeit mit der Erzählung der biblischen Sintflut aufweist. Es ist eine wunderbare Geschichte. Vor mehr als 5000 Jahren wurde die Geschichte von der großen Flut hier zum ersten Mal erzählt, in Uruk, Eridu und Ur, den alten Städten der Sumerer. In Sumer findet sich so ziemlich alles, was als zivilisiert gilt, zum ersten Mal. Die Sumerer erfanden das Rad, die Verwaltung und den Gartenbau. Sumer war die erste Zivilisation der Erde. In einem Land ohne Stein fertigten die Sumerer Lehmziegel an, wie sie auch heute noch benutzt werden. Und aus diesen einfachen Bausteinen errichteten sie die ersten großen Monumente. Turmhoch aufragende Tempel, die Zikkurat genannt wurden. Die Sumerer erfanden die 60-sekündige Minute und sogar den problembeladenen Teenager. Wo bist du hingegangen? Nirgendwohin. Wenn du nirgendwo hingegangen bist, warum trödelst du hier herum? Geh zur Schule, mach deine Hausaufgaben. Und schreib deine Tafeln. Haben wir uns verstanden? Das Wissen über die verblüffenden Technologien und den Alltag der Sumerer verdanken wir ihrer eindrucksvollsten Erfindung, der Schrift. Heute kennt man ihre alten Überlieferungen und ihre intimsten Geheimnisse, weil sie niedergeschrieben wurden. Und das hat keine Kultur zuvor je getan. It's a window. Es ist ein Fenster, aber ein Fenster mit vielen Scheiben. Durch einige können wir hindurchblicken und durch andere nicht. Uns fehlt viel mehr, als wir haben. Obwohl einiges spektakulär ist, müssen wir uns immer vor Augen halten, dass es Bereiche im täglichen Leben gegeben hat, über die wir nichts wissen und vielleicht niemals etwas wissen werden, weil sich die Leute, die die Tafeln schrieben, um diese Menschen nicht gekümmert haben. Vor 5000 Jahren hat jemand ihre Erzählungen in Lehm geritzt. Dadurch erhalten wir einen flüchtigen Blick auf die erste Zivilisation. Als Volk waren uns die Sumerer in mancher Beziehung ähnlich. Es interessierte sie, andere Leute zu treffen und ein Bier zu trinken. Und es gab verschiedene Gedichtssammlungen, die die Vorbereitung einer Frau für ihren Geliebten schildern, wie sie sich schmückt und anzieht, sich wäscht und auf die Ankunft ihres Liebhabers wartet. Das Zentrum der sumerischen Zivilisation war die untergegangene Stadt Ur, von der man einst annahm, sie sei der Geburtsort Abrahams, des ersten Patriarchen in der Bibel. Im archäologischen Sinne war es der Inbegriff einer biblischen Stadt. Es war eine der berühmtesten Ausgrabungsstätten unseres Jahrhunderts, die von dem bemerkenswerten britischen Archäologen Leonard Woolley geleitet wurde. Ein britischer Archäologe beschrieb die Archäologie einmal als Müllwissenschaft. Und das trifft zu. Aber zeigen Sie mir einen Archäologen, der die Steine und Gebeine, die Ziegel und die Töpfe lebendig werden lässt. Leonard Woolley war so einer. Er machte mit den Leuten einen Rundgang durch Chaldea, einem kleinen Viertel von Ur, wo die Häuserfundamente freiliegen. Und während sie da so durchliefen, erzählte er von dem Leben der Menschen in diesen Häusern, von den Öfen, den Simsen, den niedrigen Decken und den Möbeln. In Woolleys Händen erwachte Ur zum Leben. In Woolleys Hands came alive. Woolley hat diese riesige Grube ausheben lassen. Er ist immer tiefer runtergegangen und es wurde immer enger. Und endlich kam er an eine tiefe, unfruchtbare Schwemmsandschicht. Er musterte sie und zerbrach sich den Kopf darüber. Und Woolley selbst erinnerte sich, wie seine Frau herüberkam und sich das ansah. Sie war in manchen Dingen sehr ungezwungen. Sie schaute also drauf und sagte, oh, natürlich, das ist die Sintflut gewesen. Da ging bei Woolley sofort ein Licht auf und er verkündete, dies sei der Beweis für die biblische Sintflut. Das setzte sich in den Köpfen der Öffentlichkeit fest. Und es zeigte auch Wirkung. Es brachte Geld. Ur war eine Ausgrabung, die hervorragend verkauft wurde. Die Spekulationen über die Sintflut sorgten für eine Sensation. Selbst ohne einen handfesten Beweis schien es, als hätten sich Wissenschaft und Bibel in der kahlen Wüste des südlichen Iraks vereinigt. Am Ende sollte Woolley einen echten Schatz heben. Eine Entdeckung, die einen außerordentlichen Einblick in diese früheste Zivilisation geben sollte, die königlichen Grabstätten von Ur. Als Woolley im tiefen Schlamm grub, legte er 74 sorgfältig angeordnete Skelette frei, die alle zur selben Zeit ins Grab gelegt worden waren. Diese Bestattung gab schockierende Hinweise auf die letzte Reise eines Königs ins Jenseits.
Und daraus entwickelte sich eine erstaunliche Geschichte über ein prädynastisches königliches Begräbnis. Seine Geschichte ging etwa folgendermaßen. Zuerst gruben sie dieses große Loch mit einer Rampe an der einen Seite. In dieser Grube errichteten sie ein Mausoleum, in das die königliche Person gelegt wurde. Dann zog der gesamte Hofstaat in die Grube ein. Jeder stellte sich mit einem kleinen Tontopf in den Händen auf seinen Platz und trank auf ein Zeichen hin Gift. Dann legten sie sich hin und starben. Auf diese Weise ging der König begleitet von seinem ganzen Gefolge ins Grab. Das ist zu einer der großen Entdeckungen, zu einem der großartigsten Grabberichte der Archäologie und der Frühgeschichte geworden. Die Entdeckung der Grabstätten von Ur war ein Triumph der Archäologie, denn sie offenbarte uralte Geheimnisse der ersten Zivilisation. Dort, wo die Spur für die Wissenschaft endet, liefert möglicherweise das Epos von Gilgamesch die letzten Hinweise. Hinweise, die uns zurückführen zu einem Garten, zu einem Ort, den manche das Paradies nennen. Der Garten Eden. Am Anfang schuf Gott die Welt. Das ist eine bekannte Geschichte. Man begegnet dieser Art Schöpfungsmythos in fast jeder Kultur auf Erden. Und man begegnet der Suche nach dem Paradies weltweit in allen möglichen Gesellschaften. Es ist ein unwiderstehliches Verlangen nach einer besseren Welt. Die Gärten von Eden, das Paradies, das Verlangen der Menschen nach einem weniger komplizierten Leben, einem behaglichen Leben oder einer Belohnung, nachdem sie so hart gearbeitet haben. Im alten sumerischen Epos von Gilgamesch lautet der Name für das Paradies Dilmun. Es ist ein Ort jenseits der üblichen menschlichen Behausungen. Auf diese Art und Weise passt er in den sumerischen Flutmythos. Dorthin geht derjenige, der die Flut überlebt hat. Und es gibt andere Mythen, die Dilmun als einen vollkommenen Ort präsentieren. Dilmun fungiert in den mesopotamischen Überlieferungen als eine Art Garten Eden, als das Paradies. Ein üppig grüner Ort mit reichlich Wasser und kühlen Winden. Es ist ein Ort voller Wunder, ein vollkommener Ort. Dennoch ist er auch das Heim einer Schlange. In dem alten Epos stiehlt die Schlange die Blume, die Unsterblichkeit schenkt. Und so muss Gilgamesch wie Adam den Garten verlassen und sterben. Die Vorstellung von einem Paradies scheint universell zu sein, doch worauf basiert sie? Gab es jemals wirklich so einen Ort? Die Hinweise deuten auf einen verzauberten und trotzdem realistischen Ort. 400 Meilen südlich der alten sumerischen Stadt Ur liegt Bahrain, ein zentraler Marktplatz auf den Handelswegen zwischen den ausgedörrten Wüsten und den Salzseen Mesopotamiens. Heutzutage ist Bahrain weniger paradiesisch. Doch vor langer Zeit war das anders. Damals verfügte die Insel über reichlich Wasser und war erfüllt von Leben. Hier lag einst Dilmun. Aber war es das Paradies? Im Vergleich mit der umliegenden Wüste musste es auf jeden Fall so scheinen.
Es gab hier so viel Wasser, dass das, was jetzt eine Wüsteninsel ist, blühte und gedeihte. Es war ein Garten, der reiche Früchte trug. Und es gab hier Menschen, die offensichtlich ein gesegnetes Leben führten. Mehr als 85.000 Grabhügel übersäen diesen Landstrich, wahrscheinlich die meisten an einem einzigen Ort in der ganzen Antike. Die alten Gebeine verraten, dass diese Menschen größer und gesünder waren und sie lebten länger als alle anderen Bewohner in der Region.